Herzlich willkommen. Mein Name ist Dr. Rafaela Borowka. Ich bin Fachärztin für Neurologie und spezielle Schmerztherapie und verantworte als Oberärztin das Zentrum für Schmerztherapie im Alexianer St. Josef Krankenhaus Berlin-Weißensee. Im Rahmen unserer multimodalen Schmerztherapie möchten wir Ihnen verschiedene Methoden zeigen, wie Sie selbstständig Ihre Schmerzen wieder in den Griff bekommen können. In diesem Tutorial stellen wir Ihnen Übungen für Ihren Rücken vor. Dieser Videopodcast richtet sich insbesondere an die Patienten, die nach ihrem Aufenthalt bei uns zur multimodalen Schmerztherapie zu Hause ihre erlernten Übungen weitermachen möchten. Dazu führt Sie unser Physiotherapeut Herr Gebhardt wie gewohnt durch die Übungen. Machen Sie doch am besten gleich mit. Okay, willkommen zur Rückenschule. Mein Name ist Kaspar Gebhardt. Idealerweise macht man es auf dem Fußboden. Ganz flach liegen ist eigentlich die beste Übung, aber ein kleines Kissen ist erlaubt. Und wir machen es jetzt auf einer Liege, aber zu Hause würden Sie es auf dem Fußboden machen. Das basiert auf Bewegung, weil Bewegung eigentlich das Beste bei Schmerzen ist. Man denkt zwar, ich mache jetzt gar nichts, ich habe Schmerzen, ist aber falsch. Leichte Bewegung. Also es ist jetzt auch kein Sport, also keine Angst. Ist leichte Bewegung, Übungen, die ganz leicht zu machen sind, auch zu Hause. Erstmal die Beine aufstellen, du beugst sie im, ich darf dich duzen, oder? Ja. Okay, gut. Der Scheibenwischer, die Knie sinken von einer Seite auf die andere. Genau. Also so einen kleinen Tempo und auch nicht in Schmerz reingehen. Früher dachte man, Physiotherapie muss wehtun, sonst wirkt es nicht. Davon ist man abgekommen. Und wenn du Rückenschmerzen hast, also nur so weit, ist es okay und dann wieder zurück. Das ist schon die erste Übung, der Scheibenwischer. Die zweite Übung, wichtig ist immer eine Ausgangsstellung, dass man weiß, wie ist der Körper positioniert. Die Beine sind richtig so, Beckenschaukel, was heißt das? Das Schambein, richtig, und nach unten. Genau. Und auch nicht hochheben, das wäre die Brücke, ist wieder eine andere Übung, sondern ganz im Gegenteil, Bauch rein und unterer Rücken in die Matte drücken. Das ist die Rückenschaukel, die Rückenwippe. Die Beine stehen fest, ich klemme die jetzt mal so ein bisschen ein. Rechts nach unten, links nach unten drücken in die Matte. Die Beine machen gar nicht so viel. Es ist eher so der untere Rücken. Links nach unten drücken in die Matte. Richtig. Rechts nach unten drücken. Und die Beine relativ fest stehen. Aha. Das sind alles ziemlich kleine Bewegungen bei der Rückenschule. Und man bewegt den Rücken durch die angrenzenden Gelenke, also Schultern, Becken, auch Füße und Hände bewegen auch den Rücken. Gut, das war die zweite Übung, die Wippe. Beine aufstellen, das heißt hochheben, gebeugt lassen, überkreuzen. Du hältst fest, genau, und bleibst liegen. Die Beine und ziehst jetzt hier ran und machst einen Kreis. Mhm. Genau. Und dann auch die andere Richtung. Ich werde oft gefragt, wie oft soll ich das machen, weil Leute immer das Bewusstsein haben, ich mache Sport und das muss ja dann viel sein und schnell. Nee, bei der Rückenschule gar nicht. Mach so lange, wie du Lust hast, wie es sich angenehm anfühlt und dann die andere Richtung, einmal wechseln im Kreis. Alle die Übungen, die wir im Moment machen, sind für die Lendenwirbelsäule. Danach machen wir die Hals- und Brustwirbelsäule, also oben, und dann kombinieren wir das. Aber Schritt für Schritt. Das ist der Kreis und die Beine mal lang machen, lang ausstrecken. Die nächste Übung, die Ausgangsstellung ist, die Hände auf die Schultern über Kreuz. Und jetzt rollt der Oberkörper von einer Seite über die Mitte zur anderen Seite. Gesicht kommt mit, Becken bleibt liegen. Sehr schön. Und dann die nächste Übung. Die Arme liegen neben dem Körper. Und jetzt
eine Hand nach unten schieben und der Kopf rollt in die Richtung. Und hoch in die andere Richtung. Der Kopf bleibt also nicht hochheben, sondern der liegt. Der liegt und der bleibt auch liegen und der rollt. Richtig. Wie so ein Ball. Ja. Weil man will nicht noch zusätzlich die Nackenmuskeln so anstrengen, sondern die liegen. Gut, und wieder in der Mitte anhalten. Das müssen wir auch hier für die Schultern was Kräftigendes machen. Und zwar die Schulterblätter nach unten Richtung Gesäß schieben und dann beide Schulterblätter zur Wirbelsäule hin. Dadurch hebt sich der Oberkörper ein bisschen. Man hält das. Halten, halten und dann wird man schon langsam müde. Man spürt die Ermüdung und lässt los. Und das macht man noch 2-3 Mal. Genau, Schulterblätter zur Wirbelsäule hinschieben, halten, halten und wieder locker lassen. Und noch einmal. Super. Das waren die Schulterübungen und jetzt wollen wir Schultern und Becken zusammen bewegen. Und zwar machen wir erstmal, es ist eine Art Fahrradfahren, obwohl es ist ein bisschen anders. Die Beine hoch und festhalten. Jetzt schiebst du ein Bein weg und ziehst das andere ran, hältst das Bein fest und wechseln. Die Unterschenkel spielen keine Rolle, sondern wirklich nur Knie. Gut, jetzt haben wir mobilisiert, wir müssen aber auch ein bisschen kräftigen stabilisieren. Dazu machen wir die Brücke. Auch ein Klassiker, Ausgangsstellung wichtig, Beine aufstellen und jetzt das Becken hochdrücken und langsam sinken lassen. Genau. Und je langsamer man das macht, desto mehr müssen die Muskeln arbeiten, desto besser kräftig. Genau, und jetzt, was wir auch machen wollen, neben der Mobilisation, der Stabilisation, ist eine Dehnung. Und dazu ein Bein lang machen, das andere gebeugte Bein hochnehmen, festhalten mit beiden Händen, das Knie ranziehen und jetzt den Kopf heben. Genau, und dehnen. Und eine Dehnung hält man dann so einen Moment. Du kannst ja innerlich, sagen wir mal so, bis 5 zählen. 1, 2, 3, 4, 5. Und dann merkst du, oh, es tut schon, die bisschen zieht. Und dann lässt du los und machst es beim anderen Bein genauso. Weil alles, was man auf der einen Seite macht, macht man auf der anderen Seite auch. Die nächste Übung ist die Schulterwippe. Dazu musst du die Arme senkrecht in die Luft strecken und im Wechsel ein Arm hoch Richtung Decke, anderer Arm hoch. Und wenn der eine Arm hoch geht, geht der andere runter, sodass man die Schulter auf der Matte spürt. Mhm. Genau. Und der Kopf rollt zu der Seite, die du hochhebst. Ja. Genau. Und jetzt wollen wir die Schulterwippe mit fixierten Armen machen. Das heißt, du legst die Hände auf die Rippen, da wo der Übergang zum Bauch ist. Die Ellenbogen bleiben jetzt unten. Trotzdem machst du nochmal die Schulterwippe. Nee, das Gleiche, hoch Richtung Decke. Ellenbogen bleiben unten. Richtig. Und wechseln, genau. Jetzt bewegen wir das Becken und den Rücken über die Füße. Und zwar ziehst du deine Füße im Sprunggelenk hoch und machst sie wieder spitz. Genau. Hoch und spitz. Und dann im Wechsel. Genau, richtig. Ein Fuß hoch, den anderen spitz und wechsel. Und nicht nur die Zehen, sondern wirklich den ganzen Fuß aus dem Sprunggelenk raus. Und hier spitz machen. Genau. Und hoch. Ja. Gut.
drückt und dann fallen, zeigen die Beine nach außen. Also wir haben ja hier oben Kugelgelenke, also die Beine fallen nach außen, ganz bequem. Und jetzt im Wechsel rechts hoch, links hoch. Rechts hoch Richtung Rippen mit dem Becken, links hoch. Und der Abstand hier wird dann kleiner. Es ist also eine Seitneigung. Und mal selbst machen, genau. Okay, wir machen jetzt noch eine Dehnung zum Schluss. Und zwar die linke Hand über den Kopf zum rechten Ohr. Genau, du neigst den Kopf nach links, richtig? Und den rechten Arm nach unten schieben, sodass eine Dehnung in der Schulter hier rechts ist. Da oben, wo man ganz oft verspannt ist, der Kapuzenmuskel, der wird dadurch gedehnt. Und eine Dehnung hält mal wieder einen Moment. Und dann löst du das und machst die andere Seite genauso. Das heißt, die rechte Hand zum linken Ohr. Du neigst den Kopf, schiebst den linken Arm nach unten und spürst die Dehnung hier oben. Das waren die Übungen und wir machen zum Schluss dann nochmal eine kurze Körperwahrnehmung, wie du dich jetzt nach der Gymnastik fühlst. Also du gehst wieder in dich selbst, spürst nach, spürst mal deine rechte Seite, den rechten Arm und das rechte Bein. Und dann spürst du den linken Arm und das linke Bein. Vergleichst mal beide Seiten, welche fühlt sich besser an oder fühlst du irgendeinen Unterschied? Liegt eine Seite vielleicht mehr auf der Matte auf als die andere Seite? Und dann spürst du die Wirbelsäule und die ist ganz zentral mittig im Rücken und die reicht vom Kreuzbein bis hoch oben zum Schädel. Und es wäre ideal, wenn diese drei Seiten, also rechts, Mitte, links, wenn das in der Balance ist. Die Rückenschule stellt einen sehr wichtigen Baustein der Schmerzprophylaxe dar. Chronische Schmerzen führen zu muskulären Dysbalancen und die aktivierenden Übungen führen zu einer Lösung der Muskelverspannungen und dadurch zu weniger Schmerzen. Für eine effektive Schmerzprophylaxe empfehle ich Ihnen die Übungen am Anfang regelmäßig, am besten täglich durchzuführen. Dafür ist das Erlernen der Selbstübungen sehr hilfreich. Wir hoffen, dass wir Sie mit diesen Übungen bei der Aktivierung Ihrer Muskulatur zur Reduktion der Schmerzen und zur Lösung der Muskelverspannungen unterstützen können.